Nedja Deige und Derby-Sieger, wie kämpft man den FC Bayern nach einem 1:0 Rückstand wieder auf dem Boden? Ich habe es vorher gesagt, wir brauchen Mut, wir brauchen Leidenschaft, wir brauchen Kampfgeist. Wir sind schwierig ins Spiel gekommen, war klar gegen eine starke Mannschaft. Bayern ist nicht umsonst Tabellenführer. Wir haben an uns geglaubt die ganze Zeit und wir wussten, dass wir einen Rückstand umdrehen können. Haben wir oft bewiesen, jetzt schon in der Saison. Und die Mannschaft hat zweite Halbzeit hervorragend gespielt. Super Antwort darauf gegeben auf den Rückstand und ich denke, verdient am Ende gewonnen. Warum muss in diesem Verein immer die zweite Mannschaft für positive Signale sorgen, gerade dann, wenn es im Verein nicht so gut läuft? Ja, schwierige Frage. Ich denke mal, wir müssen damit anfangen, dass wir alle wieder an einem Strang ziehen. Es geht von ganz oben an und endet eigentlich dann auch bei der Jugendmannschaft. Und wir sind auf einem guten Weg. Es ändert sich einiges im Verein und ich blicke positiv in die Zukunft. Aber warum müssen die Fans immer ausgerechnet zur zweiten Mannschaft gehen, um solche Erfolgserlebnisse zu bekommen? Ich denke, die Fans hier bei uns sehen einfach ehrlichen Kampf, harte Arbeit. Wir arbeiten uns jeden Sieg. Wir sind 60. Wir zeigen unsere Tugenden, die uns ausmachen, uns, den Verein. Wir kämpfen, jeder bis zum Letzten. Und ich glaube, das macht auch die Fans stolz. Du hast ja auch vor dem Derby gesagt, dass gerade die Jungen Weigel, Ott schon eine Chance verdient hätten, auch mal bei den Profis ranzukommen. Hat gerade Mike Ott heute das beste Argument geliefert? Ja, es sind nicht nur Mike Ott und Julian Weigel, es sind andere auch. Steve, Mividulu, Vivi Knesic, das sind einige. Fürs Recht, es gibt viele bei uns, die talentiert sind. Aber ich habe da Vertrauen in die sportliche Führung und die werden schon richtige Entscheidungen fällen. Wenn du jetzt Friedhelm Funkel wärst, würdest du Ott am Samstag schon mitnehmen? Ich bin aber nicht Friedhelm Funkel, ich bin Nedja Deige. Dankeschön.